Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, wo wir uns heute einem Thema zuwenden, das neu ist. Wir haben die Möglichkeit, Qualitätsmodule zu bauen. Die gibt es wahrscheinlich in der Größenordnung 1, 2 und 3. Gleich wie die anderen Module. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was der Effekt sein soll. Was ich vermute ist, wir sehen hier unten, da gibt es verschiedene Ausprägungen von den Modulen. Aber keine Ahnung, was das macht und überhaupt. Drum probieren wir das einfach mal aus, packen das in ein paar Maschinen rein, die uns so Zeugs produzieren, und dann sehen wir, was da so rauskommt. Also, erstmal hier was. So. Und dann machen wir das so. Und dann brauchen wir noch Strom. Und in der Zwischenzeit habe ich die Forschung abgeschlossen. Schauen wir uns gleich an. Hier drüben habe ich auch eine Mauer gebaut, vollständig mit Strom und Leichtölversorgung. Und wir könnten nun hier nach unten weitergehen, aber ich habe so etwas das mulmige Gefühl, dass unsere Expansionspläne mit unserer Stromversorgung da nicht wirklich Schritt halten kann. Drum machen wir vielleicht da mal noch ein bisschen was so. Packen wir hier eine Maschine rein für Solarpanels. Da brauchen wir all das. Nicht das, sondern die grünen Schaltkreise. Da kommen wir auch ran. Ein bisschen mehr Spaghetti. Da brauchen wir wahrscheinlich einen solchen. Und dann können wir hier einen normalen haben, hier eine Kiste, vielleicht mal so viel und auch hier Strom. Und das dürfte sicherlich eine Maschine sein, wo wir Module reinpacken können. Haben schon 7. Vielleicht packen wir die gleich mal hier rein, um zu sehen, hat das irgendeinen Effekt. Wir packen das hier rein. Und was ist, wenn wir jetzt die Qualitätsstufe der Komponenten auf
ungewöhnlich anheben. Ja, aber wir sollten immer noch die Solarmodule bauen. Ah, dann brauchen wir auch ungewöhnlich von den Inputmaterialien. Okay. Das heißt, gehen wir hier zurück auf normal. Gut, zurück zur Forschung. Da denke ich, zwei interessante Aspekte wären doch persönliche Bauroboter und die Uranverarbeitung. Ah, für die müssen wir einfach Uran abbauen. Denn den Strom, den wir durch Uran generieren können, ist wahrscheinlich einiges besser als das, was wir mit Kohle und Solar sonst so hinbekommen. Aber wir können auch hier die restlichen Dinge abhaken. Mit den weiteren Forschungspaketen, da warte ich noch etwas zu. Die sind nicht so dringend für den Moment. In der Zwischenzeit hat diese Maschine ein Qualitätsmodul der Klassifikation ungewöhnlich ausgespuckt, das wir dann auch umgehend hier reingepackt haben. Und wie wir da auf der rechten Seite sehen, haben wir einen Qualitätsbonus von 2,3%. Und wenn wir den rausnehmen und durch ein normales ersetzen, sind wir auf 2%. Und so wie ich das verstehe, ist diese Qualität Prozentzahl ein Zufallsfaktor, mit der die Maschine ein Produkt mit höherer Qualität ausspuckt. Nun dürfte es interessant sein, was passiert, wenn unsere Eingangsmaterialien eine höhere Qualität haben und wir somit auf der Ebene vom Assembler bereits sagen können, produziere mir die höhere Qualität. Was ich hier jetzt mal versuchen möchte, ist, wenn wir hier runtergehen. Und dann brauche ich ein paar Lichtbogenöfen, denn nur Lichtbogenöfen haben Slots für Module. Und wir werden hier zwei haben. Bei den Öfen können wir natürlich nicht einstellen, dass diese
Eisenplatten von einer höheren Qualität herstellen sollen. Aber hier haben wir eine ungewöhnliche Eisenplatte und wir lassen das einfach mal laufen und dann werden wir sehen, was wir da rausbekommen. 2%, das wären 2 Eisenplatten von 100 mit einer höheren Qualität. Aber das heißt, wir müssen hier jetzt eigentlich die nächsten 70 oder so Platten bis 98 alles normale Platten rausbekommen. Und hier müssen wir 2 ungewöhnliche rausbekommen. Und so wie ich das mitgehört habe, gibt es dann später auch irgendwo eine Forschung, wo wir sagen können, okay, sortiere mir all die Produkte raus, die den Qualitätsstandard nicht erfüllen, und bau die wieder in die Roheinzelteile zurück, sodass wir quasi den ganzen Prozess iterieren können. Und ich meine, das, was wir dazu sicherlich benötigen, ist Strom. Bin mir nicht sicher, ob dadurch auch ein bisschen ein Verlust entsteht bei den Materialien. Aber ich glaube, das müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt untersuchen, denn momentan können wir die Produkte nur in eine Richtung fertigen. Wir haben einen zweiten. Wenn wir den hier ersetzen, sind wir bei 2,6%. Und da bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht sogar mal Module rausbekommen, die eine höhere Qualität oder die eine höhere Klassifikation haben als ungewöhnlich. Aber wir werden ein Auge darauf behalten. Ich denke, hier unten bei der Eisenverarbeitung sehen wir das am besten, einfach weil die Eisenschmelze am meisten Output produziert. Eisenschmelzen, das dauert nicht so lange pro Durchgang. Und ich denke, wir sehen das ziemlich schön. Wir haben etwas über 700 Eisen hier. Und wenn wir 2% rechnen, dann müssten wir da etwas über 14 Stück drin haben. Haben wir nicht. Dafür haben wir hier auf dieser Seite etwas mehr und Besuch von Weißern oder Spuckern. Zum Glück waren wir gleich zur Stelle, um Schlimmeres zu verhindern. Aber die sind von hier unten irgendwo gekommen. Nicht, dass ich ein Nest sehen würde. Aber da muss ich gleich mal nachschauen gehen. Aber was wir hier auch sehen, wir haben sogar Eisenplatten mit der Qualitätsstufe selten, 5 Stück. Das heißt, selbst mit diesen einfachen Modulen können wir noch höhere Qualitätsstufen erreichen. Allerdings sind die dann auch entsprechend seltener. Wir sehen 18 von den ungewöhnlichen und 5 von den seltenen, das ist in etwa ein Drittel. Aber jetzt gehe ich mal schauen, wo die Aliens denn
herkommen, um da Schlimmeres zu vermeiden. Hier bei den Solarpanelen haben wir auch bereits zwei Module, zwei Solarpanel mit ungewöhnlicher Qualität. Und wie wir sehen können, haben wir hier eine Maximalleistung von 78 Kilowatt und normal sind es nur 60. Und ich habe da oben auch schon mal begonnen, einen Solarpark aufzustellen. Und hier unten habe ich etwas angebaut, sodass wir hier Flugrobotergestelle haben, Batterien und dann auch ein paar Akkumulatoren, die ich jetzt gleich mal verbauen gehe, so dass wir weniger auf unsere Kohlenförderung oder kohlenintensive Energieproduktion angewiesen sind. Die Mauern rund um unsere Basis sind am Wachsen. Ich habe auch hier auf dieser Seite schon mal begonnen, etwas anzufangen. Das werden wir hier unten dann erweitern und dann wahrscheinlich hier verbinden. Und da unten, da müssen wir erst noch sehen, das sieht nach einer recht großen Landmasse aus. Wenn wir den Stromverbrauch anschauen, dann sehen wir, da sind wir recht gut. Wir sind kontinuierlich dabei, unsere Solarpanel zu erweitern, so dass wir hier dann kaum noch die Dampfturbinen brauchen, beziehungsweise nur in der Nacht. Aber wenn wir hier mal schauen, da gab es ein paar Peaks von den Laser Turrets und das ist, wenn sie diese zwei, die Peaks hier, die sind, wenn sie angeschlossen sind. Aber hier, da hatten wir auch einen kleinen Peak, weil sie geschossen haben. Und da waren wir nicht ganz in der Lage, den Verbrauch nur über unsere Produktion zu steuern. Deshalb sehen wir hier rot auch. Das ist die Entleerung von den Akkumulatoren, die sich hier eingeschaltet haben. Und in der Zwischenzeit ist auch ein Tipp aufgepoppt für die Factoriopedia. Denn wenn wir hier schauen, da haben wir all die Dinge, die es so im Spiel gibt. Und wenn wir beispielsweise schauen für die Dampfmaschinen, die haben manchmal so ein Raute-Symbol. Und da, wo wir das Raute-Symbol haben, da haben wir Effekte, die wir durch Qualität erhöhen können. Und hier sehen wir auch genau, was die Effekte sind. Die Trefferpunkte, also die Widerstandsfähigkeit, erhöht sich. Und hier unten erhöhen wir den Verbrauch. Und das müsste dann ja auch einen Effekt auf den Energieausstoß haben. Wo wir bei normal haben wir 900 Kilowatt und das können wir bis auf 2,25
erhöhen, das ist etwas, das das 2,5-fache. Wenn wir die Solarpaneele anschauen, die Trefferpunkte, die sind nicht so interessant, aber die Leistung, da sehen wir, die können von 60 Kilowatt bis auf 150 Kilowatt raufgehen. Das ist auch in etwa das 2,5-fache. Bei den Akkumulatoren, da sieht es ein bisschen anders aus, denn da haben wir hier unten eine breitere Variante oder eine breitere Ausprägung, denn die Kapazität erhöht sich. Von normal zu ungewöhnlich ist das schon eine Verdopplung und bis zu den legendären Variante ist das das 6-fache. Und hier auch die Aufladungsgeschwindigkeit, die erhöht sich. Das ist das 2,5-fache und bei der Abgabe dasselbe. Aber ich glaube hier die Kapazität, das ist effektiv das Ausschlaggebende. Wenn wir hier die effektiven Heizkessel anschauen, da sehen wir auch beim Verbrauch haben wir ein erhöhter Verbrauch, aber dann auch eine Maximalabgabe, die entsprechend auch mitskaliert und das Ganze auch mehr Dampf erzeugt, so dass das quasi mit den Dampfturbinen Schritt halten kann. Und so wie es aussieht, werde ich hier noch etwas weitermachen mit abwechslungsweise etwas Solarpaneele platzieren, dann wieder etwas Mauern mit Verteidigung, so dass wir das entsprechend hochskalieren können. Und wo ich auch gerade dabei war, hier können wir sehen, hier eine Leitung für Schwefelsäure zurück nach Westen in Richtung unserer Raffinerie, denn da drüben gibt es ein Uranerzfeld und für den Abbau brauchen wir Schwefelsäure. Und wenn wir ein bisschen Uranerz abgebaut haben, erschlägt das dann auch die Forschung für die Zentrifugen. Gut, und mit der Änderung von den Flüssigkeitseigenschaften bzw. wie Rohre funktionieren, können wir hier recht lange Leitungen legen, ohne dass wir allzu viel Pumpen brauchen, aber es gibt ein oberes Limit und dann müssen wir quasi eine Pumpstation einrichten, um sicherzustellen, dass wir den nötigen Druck in der Leitung haben. Aber ich denke, das war's für heute. Ich werde hier noch das Uranerzfeld anschließen und dann werden wir sehen, um was wir uns in der nächsten Folge kümmern werden. Also bis dann und tschüss!